Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bekommt meine kleine Fireblade einen Ölwechsel. Dazu muss man eins wissen, warum mache ich jetzt einen Ölwechsel? Denn ich habe es ja schon mal erzählt in einem Video, glaube ich, vor ein paar Monaten war das. Nämlich, meine Kupplung rutscht und mir haben jetzt ein paar Leute auf Instagram geschrieben, dass in der SC57 kein voll synthetisches Öl rein darf eigentlich. Und ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und es stimmt, Honda gibt das Öl nicht frei. Das heißt, das Öl, was ich jetzt drin habe, boah, da ist ein Saustall. Und ja, ich habe ja momentan das Modul 300V drin und voll synthetisches darf da eigentlich nicht rein. Deswegen kann es sein, dass meine Kupplung deswegen immer wieder mal anfängt zu rutschen. Deswegen wurde mir jetzt von einem SC57 Fahrer dieses Öl empfohlen. Die Eigenmarken vom Polo. Und ja, ich werde das Ding jetzt mal reinkippen und ich hoffe, dass meine Kupplung dann nicht mehr rutscht. Wenn sie dann noch immer rutscht, dann muss ich wohl nochmal eine Kupplung neu machen. Denn ich habe ja im Juni schon eine neue Kupplung verbaut. Nur kann es halt jetzt auch sein, dass die Lamellen jetzt wieder im Arsch sind wegen dem falschen Öl. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich starte den einmal jetzt, hoffe mal, dass sie anspringt. Denn sie stand halt jetzt irgendwie 3 Wochen. Und meine Batterie ist ziemlich flach. Ah, wie eine 1. Wie eine 1, Digga. Ah. Ja Leute, ich würde sagen, ich lasse sie kurz mal warm laufen und dann starten wir direkt mit dem Zeitraffer, wie ich die komplette Verkleidung abbaue. We'll be right back.
So Leute, das steht jetzt wieder zusammengebaut. Den Zusammenbau habe ich euch jetzt nicht gezeigt, denn ja, die 6, 7, 8 Schrauben sind, ist jetzt auch nicht so spannend. Und ja, lasst das wieder rückwärts laufen, dann habt ihr den Zusammenbau auch. Auf jeden Fall Leute, ich habe es jetzt noch warm laufen lassen. Habe jetzt den Ölstand nochmal kontrolliert, habe jetzt nochmal 100 ml drauf gekippt. Meine Öllampe, also der Öldruck, ist noch immer an, wenn es läuft. Keine Ahnung, warum die noch immer leuchtet. Ich habe jetzt alles probiert, alles gemacht, was im Fireblade Forum steht. Jetzt kann es halt prinzipiell eigentlich nur mehr der Sensor sein und ja, der ist mir prinzipiell eh egal. Den Öldruck hat sie, Öldruck pumpt sie, also alles chillig. Und ich fahre halt jetzt auch schon 4000 Kilometer, so lange leuchtet die Öllampe auch schon. Aber ja, egal. Auf jeden Fall Leute, ich werde jetzt eine Runde fahren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war heute etwas kürzer. Aber ich denke mal, auch mal sehr interessant. Denn beim letzten Ölwechsel, den ich nur auf Instagram gemacht habe, also ich habe es nur auf Instagram gezeigt, wurde sich ja gewünscht, dass ich sowas mal in einem Video mache. Hier habt ihr das Video. Ich hoffe mal, das Kupplungsrutschen hat sich jetzt auch erledigt mit dem neuen Öl. Nur halt in den ganzen Foren steht, wenn man falsches Öl drin hat, kann es sein, dass man 200, 300 Kilometer fahren muss. Aber ja, mal gucken. Ich schwimme mich jetzt drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Haut rein.